Für Sie ist es vielleicht so, dass wenn Sie gefrühstückt haben, Sie dann zum Beruf gehen oder auf die Arbeit. Für die Jugendlichen ist das eher die Schule. Und das Prinzip von Schule ist ja eigentlich in den meisten Fällen relativ eindeutig. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer und es gibt Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer erklären den Schülerinnen und Schülern irgendetwas. Es gibt allerdings so ein Themenfeld, in dem das meistens andersrum läuft und das ist so die Technik. Da kommt es nämlich immer mal wieder vor, dass eben auch Kinder Erwachsenen was erklären oder Jugendliche Erwachsenen was erklären. Und damit das vielleicht gar nicht mehr so häufig vorkommen muss, haben sich Anton, Malte, Christian und Christian, Tobias, Max und Torben mal was ausgedacht. Hilfe Neuland. Einer meiner Lehrer, der findet PowerPoint-Präsentationen ganz toll, damit macht er gerne seinen Unterricht. Er funktioniert leider noch nicht immer so toll. Zum Beispiel letzte Woche, da wollte er seine PowerPoint-Präsentation starten. Wir haben in fast allen Räumen einen Computer und einen Beamer in unserer Schule. Und er startet diese, aber der Beamer gibt kein Bild, alles schwarz. Beamer ist an, Computer ist an und er hat einfach keine Ahnung, was er jetzt tun soll. Schließlich gibt er auf und sagt: Christian, komm mal nach vorne, kannst du mir das mal kurz machen? Einmal nach vorne gegangen, Windows P, Projektionseinstellung verändert auf Duplizieren, fertig, ist eine Sache von 5 Sekunden. Sie lachen, aber das ist Realität. Und das ist auch nicht unbedingt ein Einzelfall. Also, es gibt viele Menschen, die vielleicht in ihrem Alltag einfach vielleicht sich im Umgang mit Medien nicht so wohl fühlen. Und dazu haben wir, und damit dieser stumme Hilferuf, Hilfe, Neuland, nicht ungehört bleibt, haben wir ein gleichnamiges innovatives Tool entwickelt. Dieses Tool hat die Aufgaben, solchen Personen das Benutzen von Medien zu erleichtern. Denn vor allem, wenn alles funktioniert, ist das ja noch gut. Aber wenn dann Fehler auftritt, das wird dann wieder ein bisschen kritisch. Und wir tun das nicht so wie ein Schüler. Der Schüler, also wenn ich nach vorne gehe und meinem Lehrer den Beamer anschalte, dann erkläre ich ihm das nicht unbedingt. Der behält das sowieso nicht. Und diese App leistet im Grunde Hilfe zur Selbsthilfe. Der Lehrer kann selber das Problem lösen und erweitert dadurch seine Medienkompetenz, weil er das selber macht. Selber machen bleibt mehr hängen, als wenn man das erklärt bekommt. Und dazu haben wir viele klassische Probleme und ihre Lösungen erfasst. Und damit die Lehrer es einfach haben und nicht irgendwie erstmal die App suchen müssen, aufrufen oder finden, haben wir uns gedacht, dass wir einfach einen großen Knopf machen, den man nur drücken muss und dann wird die Website automatisch aufgerufen und den haben wir einfach mit einem 3D-Drucker ausgedruckt, mit einem Modell, was wir im Internet gefunden hatten. Ja, das Ganze wurde dann so umgesetzt, dass wir in dem Knopf da unten eine Schaltung eingebaut haben mit einem Mikro-Arduino und dann ein kleines Skript geschrieben haben, dass immer, wenn eine Änderung stattfindet, das heißt, wenn auf den Knopf gedrückt wird, dass der darauf reagiert und einfach die Seite öffnet. Und das Ganze können wir jetzt auch einfach mal kurz machen. Und die Seite kommt da unten auf und es. Das Internet ist nicht. Das WLAN ist auch. Also die WLAN-Verbindung ist weg. Mal gucken, ob das so schnell funktioniert. Dürfte funktionieren. Und es funktioniert. Genau, und da sehen wir jetzt halt erstmal eine Eingangsfrage, wo erstmal ganz grob das Problem in eine gewisse Kategorie gesteckt wird. Zum Beispiel sagen wir mal, die Maus funktioniert nicht, dann wählt man einfach aus, dass die Funktion der Maus fehlerhaft ist. Und dann kann man jetzt im Anschluss Sachen auswählen, die zutreffen, zum Beispiel, dass sich der Mauszeiger nicht bewegen lässt. Dann kann ich dazu noch sagen, dass Mausklicks nicht funktionieren. Wenn ich das jetzt abschicke, sehe ich am Rand, vielleicht ist die Maus abgeschaltet.
Oder der Bluetooth-Empfänger ist nicht eingesteckt, Treiber sind nicht installiert. Halt Dinge, die vorkommen können und darunter halt eine kleine Beschreibung, wie man das beheben könnte. Ja, für die Webseite haben wir verschiedene Techniken benutzt. Auf dem Server haben wir Node.js und MongoDB benutzt, um die ganzen Probleme den jeweiligen Hinweisen zuzuordnen. Wie das genauer passiert, sagt gleich noch Torben. Das Frontend hat Tobias gemacht und er hat darauf geachtet, dass es möglichst einfach gestaltet ist, damit man das gut lesen kann, also dass es möglichst bedienerfreundlich für alle Personengruppen ist. Das Hardware-Team hat auch noch Arduinos benutzt und das mit Fusion 360 gemodelt. Genau, und jetzt nochmal kurz, wie unser Backend funktioniert. Das heißt, man bekommt am Anfang sozusagen Startkategorien vorgeschlagen. Das heißt, um das Problem grob festzustellen. Das heißt, gerade war es, dass eben die Maus nicht funktioniert. Und wir matchen dann eben dieses Symptom mit den Problemen, die wir kennen. Und von diesen Problemen schlagen wir dann andere Symptome bzw. Hinweise vor, die ja auftreten können. Das war dann auf dieser linken Seite, waren das diese Checkboxen. Und je mehr man eben auswählt, desto höher wird dann eben die Wahrscheinlichkeit, dass dieses eine Problem aufgetreten ist. Und das schlagen wir dann eben auf der rechten Seite immer nach Reihenfolge geordnet vor. Und wenn sozusagen der Lehrer, also je mehr der Lehrer auswählt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Problem eben direkt rechts oben zu sehen ist. Und vielleicht wird ja auch schon nach dem ersten Auswählen eben klar, ah stimmt, ich habe vergessen, die Maus anzuschalten. Und genau, so viel zum Backend. Ja, hier sehen Sie jetzt noch unsere Quellen und weiterführenden Links.